Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Planet Reseller. Mein Gast im Studio ist der Thomas Stiegler, Vorstandsvorsitzender der Max Data AG, vielen Resellern bekannt. Herr Stiegler, Produktionsstandort Deutschland, IT-Fertigung. Wir haben es diese Woche von der Bitkom auch gehört. Wir sind eigentlich ein Land, das IT importiert und nicht exportiert. Der Bitkom würde sich das gerne andersherum wünschen. Wir kennen aber auch Fälle natürlich, aktuellstes Beispiel Nokia. Die Nokia hat den Standort in Bochum geschlossen und nach Rumänien verlegt. Also offensichtlich lohnt sich der IT-Standort Deutschland für die Fertiger nicht mehr. Ja, wir sehen das etwas anders. Für uns ist der Fertigungsstandort Deutschland ein Muss. Wir brauchen die Nähe zum Markt, wir brauchen die Möglichkeit, schnell auf Marktänderungen zu reagieren. Und wir können das alles sehr gut darstellen. Wir können das darstellen finanziell und von der gesamten Wirtschaftlichkeit deswegen, weil wir einfach Vorteile haben durch den Standort. Die Nähe zum Kunden, ich sagte es bereits, aber auch die Möglichkeit, eben sehr schnell auf Nachfragen zu ändern. Ja, Sie sprachen auch von Vorteilen. Können Sie das vielleicht finanziell etwas genauer quantifizieren? Ich meine, die Lohnkosten, sagt man ja immer in Deutschland, sind zu hoch. Wie hoch ist denn der Lohnkostenanteil zum Beispiel an einem Notebook, das Sie hier fertigen? Wir sind sehr produktiv, wir sind sehr effizient in unseren Prozessen. Deswegen ist der Lohnkostenanteil ein recht geringer. Das sind also nur wenige Euros und deswegen macht das den Unterschied nicht, weil wir eben andere Vorteile gegenrechnen müssen. Den Logistikvorteil müssen wir gegenrechnen, dass wir eben schnell mit Produkten rauskommen können, dass wir die richtigen Produkte in den Markt reinbringen können und dass wir damit in der Lage sind, die Marktbedarfe abzudecken. Ja, die richtigen Produkte, Herr Stiegler. Max Data fertigt ja unter anderem Server, aber auch natürlich Notebooks und mit der Marke Bellinea auch Monitore. Bleiben wir mal bei den mobilen Geräten. Das ist ja ein großes Schlagwort hier auf der CeBIT. Wir sehen überall mobile Clients. Internet ist jederzeit verfügbar. E-Mails will man abrufen, was in der Geschäftswelt für viele schon selbstverständlich ist. Kommt ja auch mehr und mehr dem Privatkunden zugute. Der möchte auch überall mobil Daten abrufen. Was haben Sie denn da im Portfolio an Produkten? Stellen Sie sich diesen Trend? Mobilität ist ja ganz eine wichtige Sache und diesen Trend müssen wir uns stellen, wollen wir uns stellen und wir wollen dort aufholen. Wir waren traditionell ja etwas schwach aufgestellt im Bereich von Notebooks. Da haben wir ganz kräftig zugelegt im letzten Jahr. Wir haben Produkte, attraktive Produkte herausgebracht, die noch dazu die Möglichkeit haben, quasi in einem Gesamtkontext hingestellt zu sein. Wir haben ein Line-Konzept entwickelt und wir haben einige Spezialitäten, die eben auch gerade diesem Trend zur Mobilität gerecht werden. Das ist ja erstaunlich, weil aus der Vergangenheit heraus kennt man ja Max Data eher so als, naja, ich möchte nicht sagen MeToo-Anbieter, das klingt ja ein bisschen negativ. Ich würde es mal etwas euphemistischer formulieren als Second Mover von Produkten in der Markteinführung. Aber dem würden Sie mir ja jetzt widersprechen. Da würde ich Ihnen zwischenzeitlich kräftig widersprechen. Wir sind schnell geworden in all unseren Prozessen. Wir haben verstanden, dass wir attraktive Produkte brauchen. Attraktive Produkte heißt für uns Produkte, die gefallen, Produkte, die durchaus auch Emotionen wecken und Produkte, die aber natürlich auch technisch immer in Ordnung sein müssen. Emotionen wecken, das Stichwort, ich hoffe, es gelingt Ihnen jetzt. Bei mir haben Sie es im Vorfeld schon ein wenig erreicht. Sie haben uns auch etwas mitgebracht zum zeigen, wie Max Data sich neu aufstellt mit neuen Produkten. Bitte schön, Herr Stiegler. Ja, also ich habe hier mitgebracht unser S-Book 1, das ist ein 7-Zoll-Gerät, das geeignet ist, in das Internet reinzugehen, das aber ein vollwertiges Notebook ist. Ich darf Ihnen das mal zeigen. Es hat also eine Tastatur, mit der man wirklich effizient arbeiten kann, ein Produkt, das aber noch eine Besonderheit hat. Neben dem normalen Notebook haben wir hier eingebaut ein Modul, mit dem man Internettelefonie gut betreiben kann. Ich ziehe es mal kurz raus. Also ein Gerät, meine Damen und Herren, das ein Telefon integriert hat, Voice over IP, also konvergentes Produkt. Vielleicht kann die Kamera noch einmal näher rangehen. Ja, lassen Sie es mal so stehen, Herr Stiegler. Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was über dieses Telefon. Wie läuft das? Braucht man da einen Internet-Account bei irgendeinem Provider oder wie ist das genau? Naja gut, wenn Sie mit dem Gerät im Internet drin sind, können Sie dieses als normales Internettelefon verwenden und damit
quasi diesen Zugang zum Internet einfach effizient nutzen. Und das ist ja genau die Situation, in der sich viele Menschen befinden. Sie sind dabei, ihre E-Mails noch kurz vor dem Abflug abzurufen und wollen vielleicht doch noch schnell ein Telefonat führen. Genau für solche Lebenssituationen ist dieses Gerät ideal, weil es eben so handlich ist, dass man es immer und einfach mitnehmen kann. Und genau das ist das Ziel von diesem Produkt, Mobilität zu erzeugen. Also Sie würden sagen, noch kleiner geht's vielleicht nicht mehr. Ich meine, klein, aber fein soll das ja alles sein. Aber mit der Kleinheit sinken die ergonomischen Vorteile. Können Sie dazu was sagen? Ja, wir haben eben versucht, den Kompromiss zu finden. Klein geht natürlich schon. Sie können alles noch kleiner machen. Dann können Sie aber mit normalen Tastaturen nicht mehr operieren. Hier können Sie ganz einfach und ganz normal arbeiten, wie Sie das gewohnt sind von einem Notebook und haben trotzdem den Vorzug, ein sehr handliches Gerät zu haben. Das war das Ziel. Es wird sich nicht für alle Lebenssituationen eignen, nicht für alle Menschen eignen, aber für eine ganze Reihe von Leuten, die mobil sind, beruflich oder auch privat und den Zugang zum Internet haben wollen. Das ist genau das Ziel dieses Gerätes. Können Sie noch etwas zum Preispunkt sagen? Innovationen kosten ja immer am Anfang sehr viel Geld. Die Leute warten ab. In 5 Jahren wird es dann vielleicht billiger, wenn sie so lange warten wollen. Ja, das Warten wird sich da nicht lohnen. Mit 799 Euro ist dieses als vollwertiges Notebook genau im richtigen Preissegment angesiedelt. Die Marke Belinea ist ja, dieses Notebook ist das S-Book von Belinea, ist ja eigentlich eher bekannt als Monitormarke. Sie haben vor ungefähr einem Jahr die Marke auch für eine andere Produktreihe geöffnet, für Notebooks, auch für einen Home-Server, den man hier in der Halle 25 am Stand von Maxdata sehen kann, also auch für den ambitionierten Privatanwender sehr geeignet. Die Marke Belinea geöffnet für Notebooks, für andere Produkte. Können Sie dazu was sagen von zur Strategie? Weil Sie kennen, Maxdata kennt man ja eher im Geschäftskundenumfeld. Mit der Marke Belinea haben wir eine sehr bekannte Monitormarke und das schon seit Jahren mit guten Erfolgen in allen Märkten, in denen wir tätig gewesen sind. Wir haben uns deswegen entschlossen, diese Vorzüge, diese Qualitätsvorzüge, die diese Marke einhergehend hat, auch zu nutzen, um unsere Notebooks zu vertreiben. Deswegen sind wir hergegangen und haben Notebooks unter dem Markennamen Belinea herausgebracht und das dann aber nicht nur in einer Linie, sondern wir haben uns überlegt, dass es verschiedene Zielgruppen geben kann, verschiedene Bedarfe geben kann. Es gibt ja eben auch verschiedene Lebenssituationen, Arbeitssituationen, die abgedeckt sein wollen. Es gibt auch unterschiedlichen Geschmack und dem werden wir gerecht mit unseren 3 Lines. Wir nennen das Lines deswegen, weil es sich nicht nur um die Notebooks handelt, sondern es handelt sich um Produkte, die auch zusammenpassen zu den Monitor, zur Tastatur, zur Maus, also alles in sich ein schlüssiges Gesamtkonzept. Die 3 Lines sind zum einen die O-Line, die B-Line und die S-Line. Und jeder dieser Lines mit einer ganz speziellen Ausrichtung für bestimmte Kundensegmente. Nun ist ja Maxdata bekannt als ein Unternehmen, was den indirekten Vertrieb ja fast ausschließlich betreibt, möchte ich fast schon sagen, ja, seit Jahren. Wann können wir damit rechnen, dass diese Produkte zum Beispiel auch, ja, sagen wir mal, bei einer MSH in der Filiale stehen? Wir haben da ein ganz klares Konzept. Wir haben mit der B-Line eine Produktlinie, die wir ausschließlich über den Fachhandel vertreiben. Das haben wir immer schon so gehandhabt, dass wir Produkte für den Fachhandel designt haben, ausgerichtet haben. Das bleibt so mit der B-Line. Maxdata bleibt indirekt zum Vorteil des Channels. Vielen Dank, Herr Stiegler. Und innovative Produkte können Sie hier im Planet Reseller in der Halle 25 beim Stand von Maxdata sehen. Vielen Dank, Herr Stiegler, dass Sie bei uns als Gast im Studio waren. Vielen Dank.